In diesem Video geht es darum, wie man deterministische endliche Automaten minimieren kann. Betrachten wir dazu einmal das folgende Beispiel hier eines Automaten, der prüft, ob ein Passwort eine gewisse Policy erfüllt, nämlich sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben enthält. Dieser Automat hat jetzt insgesamt 5 Zustände. Und wenn man sich überlegt, dass so ein Automat natürlich besonders effizient sein sollte, was bedeutet, dass er möglichst wenige Zustände beinhalten sollte, kann man sich jetzt fragen, kann man hier vielleicht auf Zustände verzichten? Und wenn man so ein bisschen scharf hinguckt, kann man sehen, dass wir hier unterscheiden einmal den oberen Weg, das heißt, wir sehen zuerst Kleinbuchstaben und danach irgendwann mal einen Großbuchstaben und den unteren Weg, bei dem wir Großbuchstaben und danach mal irgendwann Kleinbuchstaben sehen. Und jetzt haben wir hier diese Zustände Q3 und Q4 und da kann man sich natürlich fragen, muss man die eigentlich unterscheiden? Weil in beiden Fällen ist die Idee eigentlich, dass wir jetzt wissen, dass wir alles gesehen haben, sowohl Groß- als auch Kleinbuchstaben und wir eigentlich zufrieden sein könnten. Und tatsächlich müsste man auch diese Zustände nicht unterscheiden, sondern könnte quasi beide zu einem Zustand verschmelzen. Und das wird genau die Idee sein, die wir hier in diesem Video näher angucken wollen. Unter welchen Umständen kann man eigentlich verschiedene Zustände eines DEAs miteinander verschmelzen, um so auf diese Weise zu einem minimalen deterministischen endlichen Automaten zu gelangen. Wichtig an dieser Stelle ist, dass dieses Verfahren, was wir angucken, nur für DEAs funktioniert, weil wir nur dann durch Verschmelzung zu einem minimalen DEA kommen können, wenn es für jedes Wort genau einen Lauf gibt. Diese Eigenschaft brauchen wir hier. Grundlegende Idee des Algorithmus ist, dass wir die Paare von Zuständen markieren werden, die nicht äquivalent sind. Also wir suchen nicht die Äquivalenten, sondern wir gehen genau umgekehrt vor, suchen die Nicht-Äquivalenten. Und wenn am Ende, wenn wir damit durch sind, dann haben wir noch das, was übrig bleibt, sind dann die Paare von äquivalenten Zuständen und die verschmelzen wir, wie eben bei dem Automaten zur Passwort-Policy. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, unter welchen Umständen zwei Zustände nicht äquivalent sind. Und das ist genau dann der Fall, wenn es ein Wort W gibt, sodass man von dem einen Zustand, Q1 in dem Falle hier, mit diesem Wort in einen N-Zustand Q1' kommt und von dem zweiten Zustand Q2 mit dem gleichen Wort eben nicht zu einem N-Zustand kommt, zum Beispiel hier zu Q2, der eben kein N-Zustand ist. Also wenn ich mit dem gleichen Wort von dem einen Zustand in einen N-Zustand kommen kann, von dem anderen nicht, dann können die nicht äquivalent sein. Dann kann man diese beiden Zustände eben nicht verschmelzen zu einem. Wir reden an dieser Stelle ja von DEAs, das heißt, so eine Situation, wie wir sie hier sehen, nach einer solchen Verschmelzung dürfte eben nicht vorkommen, dass wir sowohl zu einem N-Zustand als auch zu einem Nicht-N-Zustand kommen, die dann offensichtlich gleich sein können, mit dem gleichen Wort. Das kann nicht sein, wenn es deterministisch ist, weil dann gibt es ja nur einen Lauf. Nun ist dieses Verfahren, was wir angeguckt haben, nicht so richtig effizient zu implementieren, weil in der Bedingung haben wir gesagt, wenn es ein Wort gibt, also dass man von dem einen Zustand in einen N-Zustand kommt, von dem anderen nicht. Das ist jetzt relativ schlecht umzusetzen, weil, naja, da müsste man sehr viele Wörter für angucken. Das Ganze kann man algorithmisch so ein bisschen anders fassen und das machen wir jetzt hier. Wir drücken quasi die gleiche Idee anders aus und sagen, naja, zwei Zustände, Q1 und Q2, sind nicht äquivalent. Erster Fall, falls der eine Zustand ein N-Zustand ist und der andere nicht. Weil dann der eine akzeptiert dann eben und der andere nicht. Die können nicht äquivalent sein, die können wir nicht verschmelzen zu einem Zustand. Der andere Fall ist, dass zwei Zustände nicht äquivalent sein sollen, wenn es einen Buchstaben A gibt, sodass wir von dem einen Zustand, hier in dem Falle Q1 mit dem A, in einen Zustand Q1' kommen und von dem zweiten Zustand Q2 mit dem gleichen A in den Zustand Q2' kommen und wir schon wissen, dass Q1' und Q2' nicht äquivalent sind. Wenn wir wissen, dass die nicht äquivalent sind und wir jeweils mit dem gleichen Buchstaben zu diesem Paar hinkommen, dann können wir daraus schließen, dass auch Q1 und Q2 nicht äquivalent sind. Gucken wir einmal an, warum das so sein muss. Wenn Q1' und Q2' nicht äquivalent sind, dann wissen wir, dass es ein Wort gibt, nach unserer Idee, sodass wir von Q1' mit diesem Wort in einen N-Zustand kommen, Q1'2' und von Q2' mit dem gleichen Wort in einen Nicht-N-Zustand Q2' oder umgekehrt. Daraus folgt aber direkt, dass wenn wir quasi diesen Mittelzustand Q1' und Q2' nicht berücksichtigen, dass wir von Q1 mit dem Wort W', was dann AW ist, dass wir dann in einen N-Zustand Q1'2' kommen und von dem Zustand Q2 mit dem gleichen Wort in einen Nicht-N-Zustand Q2'2' kommen. Und deswegen können diese beiden Zustände Q1 und Q2 eben nicht äquivalent sein in diesem Fall.
betrachten wir jetzt einmal den Minimierungsalgorithmus, zuerst einmal formal und dann ein Beispiel. Das erste, was der Algorithmus erstellt, ist eine Tabelle aller Zustandspaare Q und Q', wobei Q und Q' ungleich sind, weil wenn zwei Zustände gleich sind, dann sind sie insbesondere schon äquivalent, da ist nichts zu markieren. In dieser Tabelle sind die Zustandspaare außerdem ungeordnet, weil wir wissen, wenn Q1 und Q2 nicht äquivalent sind, dann sind auch Q2 und Q1 nicht äquivalent sind. Das ist ja Äquivalenz ja symmetrisch. Deswegen brauchen wir nur die ungeordneten Paare. In diesem Algorithmus gehen wir jetzt so vor, dass wir als ersten Schritt alle Paare Q, Q' markieren, bei denen der eine Zustand Q ein akzeptierender oder Endzustand ist und der zweite Zustand Q' eben nicht oder umgekehrt. Das sind die ersten Zustände, Zustandspaare, die wir als nicht äquivalent markieren wollen. Und danach gehen wir in einer Schleife so lange durch, solange wir noch neue Markierungen hinzubekommen. Wenn wir irgendwann keine neuen Markierungen mehr dazu bekommen beim Durchgehen, dann hören wir einfach auf. Und in dieser Schleife gucken wir jedes bis jetzt unmarkierte Paar an, Q und Q' und außerdem jeden möglichen Buchstaben der Eingabe. Und gucken, wo kommen wir mit diesem Buchstaben der Eingabe jeweils von dem Zustand Q und Q' hin. Und falls wir da zu einem Paar hinkommen, was bereits markiert ist, dann markieren wir das Paar, was wir gerade angucken, Q und Q' ebenfalls. Und das machen wir eben so lange, solange noch neue unmarkierte Zustandspaare hinzukommen. Wenn wir damit fertig sind, keine mehr hinzukommen, dann verschmelzen wir jeweils die Paare, die nicht markiert sind, von denen wir dann wissen, dass die äquivalent sind. Gucken wir das einmal am Beispiel an. Wir betrachten einmal diesen Automaten hier und im ersten Schritt wollen wir alle Paare markieren, Q und Q', bei denen ein Zustand ein Endzustand ist und der andere nicht. Der erste Eintrag in unserer Tabelle ist der Eintrag hier oben, Q0, Q1, betrachten wir also das Paar Q0, Q1. Das sind beides keine Endzustände oder keine akzeptierenden Zustände, deswegen ist hier nichts zu markieren in diesem Schritt. Betrachten den zweiten Eintrag, Q0, Q2. Q0 ist kein akzeptierender Zustand, Q2 schon, deswegen müssen wir hier eine Markierung setzen. Weiter geht es mit dem Paar Q0, Q3. Q0, Q3 sind beide nicht akzeptierend, hier ist nichts zu markieren. Und so weiter. Irgendwann landen wir dann bei dem Paar Q1, Q2, bei dem es wieder interessanter wird. Und bei Q1, Q2 ist Q1 kein akzeptierender Zustand, Q2 schon, deswegen ist hier eine Markierung notwendig. Das sind der nächste spannende Punkt, denn das nächste spannende Paar ist jetzt das Paar Q2, Q3. Bei Q2, Q3 ist wieder Q2 ein akzeptierender Zustand und Q3 nicht. Das heißt, hier wird wieder markiert. Wir gehen die Tabelle weiter durch, wieder ganz systematisch. Nächster möglicher Zustand ist Q2, Q4. Also das Paar ist Q2, Q4, was wir angucken wollen. Und Q2 ist ein akzeptierender Zustand, Q4 nicht. Deshalb wird wieder eine Markierung gesetzt. Und damit haben wir auch schon den ersten Teil des Algorithmus abgearbeitet. Das nächste Paar, was jetzt noch kommen würde, wäre das Paar Q3, Q4 und Q3, Q4. Das sind beides nicht akzeptierende Zustände hier. Das heißt, da wäre auch nichts zu markieren. Das heißt, wir sind jetzt an dieser Stelle mit dem ersten Schritt durch. Im zweiten Schritt des Algorithmus gehen wir jetzt die Tabelle wieder von vorne nach hinten durch, gucken jedes Paar an und außerdem jeden Buchstaben und gucken jeweils an, wo kommen wir dann mit diesen Buchstaben hin. Das erste Paar, was wir angucken, ist der erste unmarkierte Eintrag gewesen. Das ist der Eintrag Q0, Q1. Der war bis jetzt noch nicht markiert. Aber wir sehen, dass wir von Q0 mit dem A zu Q2 kommen, von Q1 mit dem A nach Q3 kommen. Wir müssen jetzt in der Tabelle hier nachgucken, den Eintrag Q2, Q3. Und Q2, Q3 ist bereits markiert. Und weil Q2, Q3 bereits markiert ist, deswegen setzen wir jetzt hier eine Markierung zu Q1 hin. An der Stelle haben wir schon einen Buchstaben gefunden, der eine Markierung uns erzeugt. Deswegen brauchen wir den zweiten Buchstaben nicht mehr anzugucken. Das nächste unmarkierte Paar, was wir angucken müssen, ist das Paar Q0, Q3. Das ist das hier. Q0, Q3, da wissen wir, dass wir von Q0 mit dem A zu Q2 kommen. Von Q3 kommen wir mit dem A zu Q1. Das heißt, wir müssen jetzt das Paar angucken, Q1, Q2, das hier. Q1, Q2 trägt bereits eine Markierung und aus dem Grund markieren wir auch jetzt Q0, Q3, weil wir haben einen Buchstaben gefunden, sodass wir damit in ein bereits markiertes Paar kommen würden. Zweiter Buchstabe, das B des Alphabets, müssen wir da nicht angucken, weil wir haben schon eine Markierung gefunden. Weiter geht's mit dem Zustandspaar Q0, Q4. Wenn wir Q0, Q4 angucken, dann sehen wir, dass wir von Q0 mit dem A zu Q2 kommen und von Q4 mit dem A zu Q2 kommen. Wir kommen also in den gleichen Zustand. Der gleiche Zustand, der kann nicht
nicht äquivalent sein, weil es ist sowieso der gleiche. Das heißt, da wäre auch nichts zu markieren, deswegen tauchen die in der Tabelle gar nicht erst auf. Und deswegen haben wir an dieser Stelle keinen Grund, hier eine Markierung zu setzen. Und wir müssen dann den zweiten Buchstaben des Alphabets angucken, um zu sehen, ob da vielleicht sich ein Unterschied ergibt. Und wenn wir den zweiten Buchstaben angucken, das B, dann sehen wir, dass wir von Q0 mit dem B zu Q3 kommen und von Q4 mit dem B ebenfalls zu Q3. Also wir landen wieder im gleichen Zustand. Gleicher Zustand kann nicht äquivalent sein. Deswegen ist hier auch kein Grund, um da eine Markierung zu setzen. Und es geht weiter mit dem Paar Q1, Q3. Und da haben wir die interessante Situation, dass wir von Q1 mit dem A zu Q3 kommen, von Q3 mit dem A zu Q1 kommen. Das heißt, wir kommen von dem Paar Q1, Q3 mit dem A zu dem Paar Q1, Q3, also zum gleichen Paar wieder. Das heißt, an dieser Stelle ist das Paar offensichtlich ja noch nicht markiert, gibt es keinen Grund, eine Markierung zu setzen. Aber, weil wir jetzt keine Markierung gesetzt haben, müssen wir den zweiten Buchstaben des Alphabets angucken, um zu sehen, ob sich hier vielleicht ein Grund für eine Markierung ergibt. Und da sehen wir, dass wir von Q1 mit dem B zu Q2 kommen und von Q3 mit dem B zu Q4. Das heißt, wir müssen jetzt in der Tabelle nachgucken, wie es bei dem Paar Q2, Q4 aussieht. Und wir sehen, das Paar ist markiert. Und damit haben wir einen Buchstaben gefunden, sodass wir in ein bereits markiertes Paar kommen, von dem Ausgangspaar, von unserem aktuellen Paar. Und deswegen müssen wir hier eine Markierung hinzufügen. Weiter geht's mit dem Paar Q1, Q4. Wir sehen, dass wir von Q1 mit dem A zu Q3 kommen, von Q4 mit dem A nach Q2 kommen. Das heißt, wir gucken in der Tabelle nach, wie sieht das aus mit dem Paar Q2, Q3, weil das Zielpaar ist. Das Paar Q2, Q3 ist bereits markiert. Deswegen wird hier eine Markierung bei Q1, Q4 bei unserem aktuellen hinzugefügt. Zum Schluss müssen wir noch das Paar angucken, Q3, Q4. Von Q3 kommen wir mit dem A zu Q1, von Q4 kommen wir mit dem A zu Q2. Wir müssen also in der Tabelle nachgucken, wie sieht es bei Q1, Q2 aus. Das ist das Paar hier. Q1, Q2 ist bereits markiert und deswegen wird hier eine Markierung für Q3, Q4 hinzugefügt. So, jetzt sind wir einmal durch die Tabelle durch. Jetzt müssen wir, weil wir noch Markierungen hinzugefügt haben, die gesamte Tabelle nochmal durchgehen. Weil das Verfahren wird ja die Tabelle so oft durchgehen, solange noch neue Markierungen hinzugefügt werden. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal gucken, wie es jetzt mit dem Paar Q0, Q4 aussieht. Das heißt, wir starten wieder mit dem Paar Q0, Q4, gucken, aha, wo kommen wir mit dem A hin? Naja, es ist Q2, Q2 kann nicht markiert sein. Das heißt, das ist kein Grund, hier eine Markierung hinzuzufügen. Entsprechend müssen wir den zweiten Buchstaben angucken. Von Q0 kommen wir mit dem B zu Q3, von Q4 auch. Ist also wieder immer noch der gleiche Zustand, logischerweise. Das heißt, es gibt immer noch keinen Grund, hier eine Markierung hinzuzufügen. Und jetzt sehen wir, dass wir weitere Zustände bei diesem Durchlauf Zustandspaare bei diesem Durchlauf nicht angucken müssen. Das heißt, wir sind jetzt quasi mit der Tabelle wieder fertig, haben aber keine Markierung hinzugefügt und sehen damit, dass wir die Schleife verlassen können, weil wir keine weitere Markierung im letzten Schritt hinzugefügt haben. Und was wir jetzt machen können, ist, dieses Paar zu verschmelzen. Letzter Schritt ist ja, wir verschmelzen die unmarkierten Zustandspaare. In diesem Fall gibt es nur ein unmarkiertes Zustandspaar und das ist das Zustandspaar Q0, Q4. Und hier können wir jetzt tatsächlich aus diesen beiden Zuständen Q0 und Q4 einen Zustand machen. Dieses Verschmelzen muss auch immer problemlos so funktionieren, wie Sie das hier gesehen haben, weil wir ja, weil das ein unmarkiertes Paar ist, wissen, dass es keinen Buchstaben gibt, also aus der Eingabe, sodass wir mit diesem Buchstaben in zwei nicht äquivalente Zustände kommen würden. Das heißt, wir wissen, dass wir mit allen Buchstaben der Eingabe immer nur in äquivalente Zustände kommen. Und deswegen, weil wir alle äquivalenten Zustände jeweils zusammenfassen, deswegen muss dieses Verschmelzen, so wie Sie es gesehen haben, immer gut funktionieren. Da kann es keine Konflikte geben. Zum Abschluss noch etwas Theorie zum Hintergrund. Es ist tatsächlich so, dass der minimale der, den wir so auf diese Weise konstruieren würden, dass der auch eindeutig ist, bis auf Isomorphie, das heißt Umbenennung der Zustände. Es gibt also immer nur einen. Hintergrund des Ganzen ist der sogenannte Satz von Meil und Nerode, den wir hier in diesem Kurs aber nicht näher betrachten.